Bio-Cookies. Heutzutage muss ja alles Bio sein. Was macht eure Cookies zu Bio-Cookies? Also unsere Bio-Cookies sind rein aus Bio-Zutaten gefertigt natürlich. Das will ich hoffen. Aus rein natürlichen Zutaten, regional produziert. Also auch reine Handarbeit ohne maschinelle Hilfe. Das macht uns eigentlich einzigartig. Und dass wir unsere Cookies, die kann man online kaufen. Die werden einmal in der Woche gebacken und sofort frisch verschickt, dass der Kunde wirklich die Ofen frisch zu Hause hat. Welche Zutaten sind jetzt da so regional drin? Also wir beziehen zum Beispiel das Mehl direkt von unseren Nachbarn sozusagen, auch die Eier und die Butter kommt direkt von der Nähe. So. Natürlich Schokolade und Macadamia-Nüsse gibt es jetzt gerade nicht in Passau, aber den Rest schauen wir schon, dass wir möglichst regional beziehen können. Wohin liefert ihr? Regional auch oder habt ihr schon ein größeres Feld an Kunden? Ja, durch das, dass wir Online-Versand machen, sind wir eigentlich Österreich und deutschlandweit, also vertreten, kann man sagen. Okay, ihr habt ja unglaublich viele verschiedene Cookies. Wenn ich mir jetzt nur zwei aussuchen dürfte, was würdest du mir denn empfehlen? Also ich glaube, mein Favorit ist auf jeden Fall der Schokorausch. Man sieht da jetzt schon die Schokostückchen drinnen. Also der hat Vollmilchschokolade, weiße Schokolade und dunkle Schokolade drin. Mhm. Das ist ein richtiger Burner, also der haut richtig rein. Mhm. Kalorien ungefähr? Ja, das, die Kalorien haben wir in Passau entfernt. Die haben wir nicht mit auf die Messe genommen. Darf ich mal probieren? Ja, gern. Nimm da ein Stückerl. Sprechen muss es jemand anders? Also die Cookies sind ja wirklich sehr frisch, weil wir backen nämlich frisch auf der Messe. Wir haben unsere Öfen dabei, wir haben unsere Jungs dabei. Die machen die Cookies hier wirklich frisch und die sind auch ganz warm, wenn man die dann quasi essen kann. Also der war super, der zweite? Also als zweiten kann ich also wirklich einen ganz tollen Cookie empfehlen. Und zwar ist das unser grüner Cookie, das ist die Grünfee. Ui. Der ist mit Matcha, Mango, weißer Schokolade und Maracuja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dein Fall so ist, weil es ist eher so die Frauensache, so mit Matcha, aber du kannst gerne da auch ein Stück probieren, ob das schmeckt. Probier mal. Bin schon gespannt, was du sagst. Mhm. Ja? Sagen ist schwierig, aber der ist echt lecker. Lecker? Mhm. Ja, ist ein bisschen fruchtiger als der andere. Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich, sich noch als kleine Bäckerei online durchzusetzen gegen die Giganten, Nestle und so weiter? Naja, ich glaube, wir sind eher so dieses Nischenprodukt. Wir sind ja nicht so dieses klassische Produkt, das man so im Regal findet, sondern wir sind durch unsere Bio-Cookies eigentlich, haben wir einen Weg gefunden, die Leute glücklich zu machen, ohne dass wir jetzt in den Regalen irgendwie zu finden sind überall. Hört sich super an und ich hoffe, dass ihr Nestle so richtig Konkurrenz macht. Alles Gute für dich. Danke, das freut mich.